Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem kurzen Video zeige ich, wie auf der Plattform comdirect Derivate bzw. Zertifikate mit dem Knockout Hebelprodukte gekauft werden können, auf was Sie beachten müssen, die Nebenkosten und die Kosten allgemein, was überhaupt Zertifikate, Derivate sind, mit Hebel oder ohne. Also das Erste, wenn Sie Kunde bei comdirect sind, melden Sie sich an. Wir sind schon hier angemeldet, dann gehen Sie auf Informationen, also persönlicher Bereich, daneben dann Informationen, das ist dann da oben. Dann auf Zertifikate, das ist hier oben. Dann wird ein anderes Fenster aufgemacht und zwar dann gehen Sie dann auf Zertifikate finden. Und zack. Und hier ist das Fenster, wo Sie. Hier steht auch der Zertifikatefinder. Gezielte nach Zertifikate suchen. Die Einstellung, die Maske. Zertifikate Typklasse. Da wollen wir gerne einen Knockout-Hebel direkt als erster. Alle, nein, wir wollen auf steigende Kurse. Sie können auch auf fallende Kurse wetten. Zertifikate sind Wettscheine, grob geschätzt. Dann hier sind zum Beispiel bei comdirect wird verschiedene monatliche Angebote. Es gibt zum Beispiel hier, wenn Sie auf Informationen gehen, 0 Euro Ordergebühr. Das bedeutet in bestimmten Monaten. In diesem Monat ist zum Beispiel BNP Paribas, die ab 1000 Euro, das ist ganz wichtig zu beachten, ab 1000 Euro 0 Euro für den Trade Gebühren entstehen, also gar keine Gebühren. Wir wollen die. Das Angebot nutzen und werden auch Häkchen bei 0 Euro No Fair Trades einstellen. So, was für ein Papier? Basiswert suchen wir denn? Wir wollen gerne auf Warta wetten. Warta, hier wird das auch direkt schon angezeigt. Hier klicken wir dann Warta an. Scrollen wir etwas tiefer. Hier sind 346 Produkten wurden aufgefunden. Okay, dann wollen wir die gerne anzeigen lassen. Zertifikate Suchergebnisse, das ist ja halt diese Suchmaske, ausgewählte Kriterien. Hier können Sie die Suche etwas einschränken, wenn Sie zum Beispiel auf Knockout, das ist der Knockout von dem Basiswert, wo das Papier komplett verloren geht, auf Null resettet, also Sie verlieren alles. Um halt von unten zu gucken, können Sie einmal draufdrücken. Dann wird das sortiert von unten nach oben. Das heißt also der Knockout 44 Euro. Sie können auch eben andersrum machen. Der Knockout bei 118. Der Basiswert entsteht zurzeit bei 121. Also ziemlich knappe. Hier steht auch direkt die Differenzspalte zu dem Basiswert 2,19%, bis Sie dann komplettes Geld verlieren. Oder wenn Sie hundertprozentig wissen, dass es steigt. Wir, wie gesagt, fahren von unten an und suchen uns ungefähr ein Hebel, Zweierhebel oder Dreierhebel. Ne? Also wenn Sie Anfänger sind, versuchen Sie oder probieren Sie erstmal mit Zweierhebel an. Da haben Sie auch 44%, bis das komplett das Papierzertifikat erlöscht bzw. verloren geht. Bis 67 Euro. Was bedeutet das nochmal? Ne? Knockout zum Basiswert. 77 Euro, ne? Wir gehen zum Beispiel hier BNP Paribas, Knockout, Hebel, Hebel, ne? Steht hier schon direkt 2 Zweierhebel, Prozent sage ich schon, Zweierhebel bis zu dem Erlöschen 44%, also der Basiswert von Warta muss so weit nach unten fallen, 44% verlieren, damit sie wirklich alles verlieren. Hier ist nochmal der Basiswert 61 zu 67. Was das zu bedeuten hat, habe ich schon vergessen. Ganz wichtig hier Spread. Das sind Spread, versteckte Kosten vom Zwischendifferenz zwischen Kaufen und Verkaufen, was das heißt 0%, 0%, 0 Euro für Gebühr, aber BNP Paribas will ja auch was dazu verdienen, also das sind die 0,33% Provisionkosten von dem Vermittler. Wir sind eigentlich Makler von comdirect und kaufen das Papier bei BNP Paribas. Ein Datum, Zeit, Börsengang, genau.
Fälligkeit. Auf diese Fälligkeit müssen Sie auch drauf achten, da vorne. Hier steht zum Beispiel endlos. Trotzdem hat BNP Paribas das Recht, das Papier auflaufen zu lassen und irgendwann auszahlen zu lassen. Hatte ich auch schon mal gehabt, dass die gesagt haben, nee, solange wollen wir das Papier nicht halten. Haben die aber trotzdem ausgezahlt, auch wenn sie im Plus oder Minus sind, wird das Papier ausgezahlt und gelöscht. Es gibt auch Papiere, die das Datum da steht, dann wird das automatisch ausgezahlt. Da müssen Sie also darauf achten, dass es endlos ist. Zweier Hebel würde erstmal ausreichen. Und 44%, wie ich schon sagte, zu dem Abstand. So, gehen wir auf das Papier. Hier oben ist die Bezeichnung Paribas Open End auf Warte. 67,67 ist das Basiswert. Wenn es zum Beispiel diesen Preis von Warte wirklich erreicht, gehen wir kurz auf Warte Chart. Aktuell steht das bei 121 Euro. So, Basiswert 67 Euro. Also wenn wirklich Warte 67 Euro erreichen sollte, nur hauch angetippt haben sollte, dann erlischt dieses Papier wertlos. Darauf kommen wir noch gleich. So, das ist hier, ne, also wie Sie sehen können, was ich meinte mit Spread, 0,55%. Der Verkaufspreis ist 5,98 € und Sie können das Papier für 6 Euro kaufen. Diese 2 Cent sind die Differenz. Das ist heute, hat das zu dem Basiswert 6% plus gemacht, oder was heißt gemacht? Gestiegen. Hier ganz wichtig, ne, Sie kaufen ja auch bei BNP Paribas, bei Börse. Sollten Sie auch jedes Mal auf hier LT BNP Paribas auch wechseln. Das ist dann wirklich das aktuelle Preis, was Sie ermitteln können. So, gehen Sie meistens immer auf Live-Trading. Nur dann habe ich aus Erfahrung gemacht, dass da dann, wenn Sie ab 1000 Euro kaufen, diese Aktionssachen sind auch wirklich dann für 0 Euro. Aber wir können auch als Beispiel dann gleich vergleichen, nur oberflächlich gucken. Hier, wenn Sie tiefer scrollen, Kursdaten, Stammdaten, Kennzahlen. Hier bei Kennzahlen nochmal steht alles Nötige, zwei Hebel. Dieser Hebel ändert sich. Das ist der Unterschied zwischen quasi zu dem normalen Knockout-Hebel-Zertifikat oder es gibt auch Faktor-Zertifikat, zum Beispiel 10er Faktor. Der Faktor ändert sich nie, auch wenn es fällt oder steigt, immer 10er. Dadurch ist dieses Risiko viel, viel höher, das Geld zu verlieren, als zu gewinnen. Es sei denn, Sie sind hundertprozentig sicher, dass es jeden Tag steigen sollte oder nur für einen Tag morgen steigt und Faktor 10 nehmen, dann müssen Sie auch morgen verkaufen. Aber wenn Sie wirklich hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gehen, dann können Sie auch hier ein 10-facher Hebel nehmen. Normalen Zertifikat, kein Derivat mit Faktor. Das ist der Unterschied. Abstand haben wir hier nochmal 51%. Ne, weil es heute gestiegen ist, ändert sich auch der Abstand zum Knockout. Das heißt also, wie gesagt, noch einmal, dass der so weit fallen muss. 51% muss Warta verlieren, um ihr Zertifikat endlos zu erlöschen. Geldbriefspread, hier haben Sie nochmal 0,33% zwischen dem Kaufen und Verkaufen. Vertrag. Und wenn Sie nach unten scrollen, hier gibt es noch zusätzlich weitere Beispiele, welche Papiere mit Hebel Sie kaufen können. Hier die Strategiebemerkung, ganz wichtig, müssen Sie auch ab und zu durchlesen, worauf es ankommt. Nochmal das gleiche Info, was ich die ganze Zeit erkläre, wegen Knockout-Schwelle, wenn das erreicht ist, ausgestattet, Basiswert, wenn Knockout-Schwelle, das Punkt ausgeknockt. Ne? Hier steht es auch nochmal. Dann sind sie K.O. quasi, ne? So wie bei Boxen. Handelsplätze Paribas. Hier ist das Handelsplatz Live-Trading und Börse nochmal. Sie können auch normale Börse nutzen, werden wir gleich dazu kommen, aber nur solange es irgendwelche Mengen von gibt. Ne? Anzahl Kurse. Hier BNP Paribas bittet an. Die andere zum Beispiel auf der anderen Börse sieht nicht so gut aus. Genauso beim Verkauf müssen Sie beachten, wenn Sie
1000 Stück davon haben und können sie aber nicht alles auf einmal verkaufen. Das heißt also, erstmal 500 und danach noch 500 in einer Stunde. Beim Kaufen und Verkauf müssen sie darauf achten. Und hier nochmal die Prospekte. Nochmal wichtig durchlesen, worauf es ankommt, dass BNP Paribas das Recht nimmt, das Papier, welches es ausgestellt hat, vorzeitig eventuell zu löschen oder auszahlen zu lassen, auslaufen zu lassen, vorzeitig. Genau, das haben wir, das haben wir. So, dann machen wir zum Beispiel ein Beispiel, wenn Sie auf Kaufen und Verkaufen gehen. Lädt Internet langsam. Ah, okay. Ja, bei COMDirect ist das immer so, dass du zuerst TAN bestätigen musst und dann erst handeln kannst. Das ist ja ein bisschen nervig. Okay, so freigeschaltet, Freigabe, kaufen. Ne, wir sind hier beim Order. Inlandsorder und zwar, ja, mein Name muss ich dann den. Kann ich jetzt nicht aufstellen. Oh Mann, meine Kosten noch. Und hier können Sie gucken, wie viel Stück Sie kaufen können. Sag ich mal so, wir wollen 255 Stück, weil das für 6 Euro sind. Oh, doch nicht so viel. 200. Ungefähr, nur als Beispiel. Ne? Hier können Sie auf Kursdetails gehen. Nehmen wir zum Beispiel Stuttgart. Das ist halt die Börse Stuttgart. Und dann gehen wir auf Informationen zu Kosten und Nebenkosten. Das ist so ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel hier unten auch direkt WKN-Nummer sehen können, Kauf 200 Stück zu 6 Euro. Kurswert wäre dann 1202. Und das meine ich, ne? Das würde Ihnen beim normalen Kaufen 12,28 Euro Gebühr oder Gebühr kosten. Um das zu vermeiden, gehen wir einmal zurück und kaufen über Live Trading. Das ist ganz wichtig, ne? Gehen wir auf Live Trading, kaufen. Hier müssen Sie auch beachten beim Live Trading, dass Sie mit, Sie können auch Limit setzen. Wenn Sie sagen, ich glaube, das fällt noch. Also Sie können auch Limit setzen, um zu sagen, nach soll 2-3 Cent günstiger sein und dann soll das automatisch kaufen. Auch 0 Euro Gebühren. Wir gehen aber über diese direktes Live-Trading, das wir jetzt kaufen sollen. Bezeichnung nochmal BNP Paribas. Jo, das passt. Stückzahl nehmen wir 200 Kurse anzeigen, 6 Euro schon. 200. Dann gehen wir auf Kosten und Nebenkosten. Da kam oder kam bei mir Fragen auf in meine Richtung. Ja, worauf muss ich hier achten? Was bedeuten diese 15,63 Euro? So, erster Linie vergleichen wir alles, was wir brauchen. 1204 Euro ist der Kurswert, 200 Stück, 6,02 Euro. Live Trading, ganz wichtig. Und hier ist für Sie ganz wichtig zu sehen: 0 Euro Gebühr. Ab 1000 Euro nochmal. Ne? Wenn wir, sage ich mal so, ne, beispielsweise nur 100 Euro kaufen würden, gehen wir wieder auf Kosten und Nebenkosten, dann hätte das 8,42 Euro Ordergebühr verlangt, weil das ist halt dann diese Klausel in Anführungsstrichen, Vorbehalt, dass halt COMDirect solche Papiere ausstellt für 0 Euro Gebühr, aber dafür die Voraussetzung ab 1000 Euro. So, wir haben 200 Euro Stückzahl jetzt geändert. Gehen wir wieder auf Kosten und Nebenkosten. Internet, so lädt geladen. Hatten wir schon. Und das ist was wichtig für Sie zu beachten: 0 Euro Gebühr. So, da kam zu mir ein paar an und sagen: Ja, was bedeutet das hier? Wert, Kosten des Wertpapierkaufes 15,63 Euro. Was muss ich dann so viel zahlen? Was ist dann, was bedeutet das? Zahlung von Dritter an die Bank. Werden wir gleich sehen. Hier müssen Sie beachten, was bedeutet dieses E in Klausel oder P. Ne, das ist das Produktkosten P oder E, was unten steht. Haben wir in der Schule gelernt. Diese, was in Klausel steht unten, das ist die Differenz, die Bezeichnung unten steht, sowie Legende. Was das zu bedeuten hat, diese Produktkosten. Kosten wären des halbes Jahr. Was muss ich 86 Euro? Nein, müssen Sie nicht. Das hat mit Produktkosten 86 Euro
in dem Sinne für Sie nicht zu bedeuten, denn wir lesen gleich, was Produktkosten in diesem P zu bedeuten hat. Wer lesen kann, ist im großen Vorteil, ja, kennen wir auch alle. Kosten des Wertpapierkaufes, das entfällt für Sie auch, denn wir lesen das Kleingedruckte unten. Die Gesamtkosten des Wertpapiersgeschäfts setzen sich aus den jeweiligen Kosten des Wertpapierskaufs während des Herstellungsdatums, Haltedauer und des Wertpapierskaufes zusammen. Bei einigen Angestellten angenommen Haltedauer von einem Jahr belaufen sich die voraussichtlich Gesamtkosten auf 120 Euro und reduzieren die Rendite um durchschnittlich pro 10% pro Jahr. Die Zusammensetzung dieser Kosten im folgenden Jahr näher erläutern. Nähere Erläuterung. Die tatsächlichen Gesamtkosten können zum Beispiel bei kürzerer Haltedauer davon abweichen. Können, das ist alles nur können, näher erläutert. Und da gehen wir dann auf nähere Erläuterung. Gesamtkosten im Details. Ausschließlich durchschnittliche Kosten pro Jahr. Das ist durchschnittlich und voraussichtlicher. Das heißt also nur ungefähr, vielleicht kann das sein, ne? Dienstleistungskosten der Bank, 29 Euro. Halt die Comdirect muss seit 1 oder 2 Jahren diese Kosten Voranschlag in Anführungsstrichen schon voraussichtlich für das gesamte Jahr Ihnen in Rechnung stellen. Ja, in dem Sinne, dass die dann sich absichern wollen, dass sie informiert sind. Für Sie persönlich, werde ich aber gleich nochmal hinauskommen, hat es so diese Kosten nicht zu bedeuten. Davon erhält die Bank von Dritten 20 Euro, 2% Dienstleistungskosten fremd, Produktkosten nach Zahlung von Dritten. Ja, was bedeutet das? 91 Euro, muss ich das sagen? Nein, Gesamtkosten im Zeitablauf und Auswirkung auf Rendite. Essen ja, halbes Jahr. Ja, ich überspringe das Gesamte und zwar gehe ich hier nach unten, Kleingedruckte. Was bedeutet dieses E? Eigene Entgelt, die gemäß unserem Preis- und Leistungsverhältnis bei dem Orderauswahl anfallen. Ne, wir haben auch schon gesehen, können. Fremde Entgelt, fremde Spesen, die noch aus Führung ihrer Auftragswertpapierskauf aufgeführt und ihrem Konten belasten werden können. Und ganz wichtig, was ich meine hier, Produktkosten. Indirekte Kosten, die bereits im Produktpreis enthalten sind und ihrem Konto nicht zusätzlich belasten werden. Das ist ganz wichtig. Die Kosten werden uns von dem jeweiligen Ermittenden mitgeteilt und von diesem vereinnahmt. Ne? Da haben Sie auch die Frage, beziehungsweise die Antwort auf Ihre Frage. Indirekte Kosten, die bereits im Produkt enthalten und Ihrem Konto nicht zusätzlich belastet werden. Das ist das Einzige, was Sie wissen müssen. Hier 1 Euro und ich hatte noch nie ein Papier gehalten, also Hebelprodukt über ein Jahr. Wobei doch, ich halte zurzeit Zertifikat mit Hebel auf Bitcoin und auf Cardano. Cardano aber nur Zertifikat 1 zu 1 basiert, ohne Hebel und über ein Jahr. Und nein, da sind keine extra Kosten entfallen, angefallen. So, schließen wir das Fenster und gehen wir nochmal hier hin. Warte, Live-Trading nochmal ganz wichtig, Kurs anzeigen, aktualisieren. NV bedeutet, dass Sie zurzeit nicht zur Verfügung stehende Papiere, einfach gesagt, BNP Paribas hat keine Papiere zu verkaufen, aber nur dieses Produkt. Das heißt also, Sie müssen ein anderes Produkt mit Hebel 2 suchen, auch von BNP Paribas. Es sind so viele, die eventuell mehr gehandelt werden. Nichtsdestotrotz nochmal anzeigen. Versuchen wir mal mit weiter. Ja, genau, hier steht es auch. Der Handel in diesem Wertpapier ist zurzeit ausgesetzt. Es kann verschiedene Ursachen haben. Zuerst könnte auch sein, dass das Papier nicht mehr zurzeit heute nicht ausgehändigt wird, weil es schon zurzeit nicht mehr verfügbar ist. Ausverkauft. Oder einfach, dass Comdirect das Papier nicht anbietet. Ah ja, da gibt es schon wieder welche. Ne? Sie können sich hier wiederholen. Zack. Um den aktuellen Preis zu erfragen. Hier steht das auch 3, 2 Sekunden. Ne? Nochmal 5, 4. Damit Sie das einfach vergleichen können, wiederholen wir nochmal. 200 Stück, 1204 Euro wird vor Steuer ausbezahlt, BNP Paribas.
oder Frist abgelaufen, nicht schlimm, nochmal wiederholen und dann können Sie zurück oder auf Kaufen gehen. Ich kaufe in diesem Fall noch nicht, weil ich habe schon, glaube ich, ein Papier von. Gehen wir einfach zurück und dabei müssen Sie auch nochmal beachten, werde ich aber noch ein anderes Video erstellen, dass halt, wenn Sie das Papier mit Hebel kaufen und gegenüber von Vater hier 3% ist zweifacher Hebel, haben wir dann 6% im Plus. Genauso kann das Papier verlieren. Wenn der Vater minus 3% macht, wird auch Ihr Produkt minus 6% machen. Aber Sie verkaufen ja das Produkt ja noch nicht, realisieren ja noch nicht, warten und hoffen, dass es weiterhin steigt. Und dementsprechend wird auch hier oben dieser Preis jeden Tag angepasst. Das müssen Sie auch beachten. Und bei diesen Produkten wird auch der Knockout der Hebel angepasst, weil je weiter sich an den Basiswert nähert, desto höherer Hebel entsteht dadurch. Deswegen gegenüber dem Faktorzertifikat haben Sie die Möglichkeit, besser wieder rauszukommen. Weil beim Faktorzertifikat, auch wenn Sie nur seitlich laufen, ist das so, dass es immer verlieren. Wie gesagt, Faktorzertifikat 10er, nur wenn Sie hundertprozentig sicher, dass es morgen steigt oder heute steigt. Dann können Sie damit traden, spekulieren, was ich damit sagen. Das ist keine Aktie. So.